Ich habe aus Versehen meinen Lythrosaurier geschlagen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei einem neuen Part von Ark Survival Extended. Hier haben wir uns einfach mal jetzt beschlossen, unsere Lythrosaurier in dem neuen Detail anzusehen. Und ich muss sagen, dass es doch ziemlich schöne Tiere sind. Am Ende unseres letzten Parts haben diese Tiere außerdem auch ein Ei gelegt. Das bedeutet, ja, hinsichtlich meiner anfänglichen Vermutung, dass die Paarung hier erstmal nicht drin ist, ist die Paarung hier drin. Und das ist ziemlich cool, muss ich mal sagen, weil so können wir uns irgendwann mal einen neuen Lystrosaurus ausbrüten. Derweil können wir den Lystrosaurus hier in die Eierbox legen. Ich habe keine Eierbox. Aber ich tue einfach mal so, als wäre das hier eine. Kann man die zusammenführen? Nein, kann man nicht. Natürlich kann man die nicht zusammenführen. Aber es ist so nicht schlimm, weil wir machen das ja raus, das hier rein. So, da hätten wir nämlich jetzt ein Ei von zwei Lystrosauriern. Mit der Verfallszeit von 7 Tagen, 23 Stunden, 55 Minuten. Die halten genau eine Woche. Und da ich weiß, dass die Zeit sowieso hier in diesem Privatserver angehalten wird, wird es uns wahrscheinlich auch nicht viel ausmachen, wenn ich hier diese... wenn das ziemlich lange dauert. Vielleicht versuchen wir diesen Server hier dann irgendwann mal zu modifizieren. Was heißt modifizieren? Ich werde wahrscheinlich wenn dann bei mir den Hunger und das alles modifizieren. So, jetzt müssen wir aber neue Pläne machen. Meine Pläne ist vor allem die Herstellung von Pfeilen. Habe ich die überhaupt schon gelernt? Ja, habe ich. Davon kann ich 27 herstellen. Und das machen wir auch. Diese 27 Pfeile können wir als Waffe benutzen für unseren Bogen, den wir noch nicht hergestellt haben. Können wir den herstellen? Können wir. Dafür brauchen wir Holz und Fasern. Das übrige Holz, was wir haben, nutzen wir gerade für unsere ja. Ich gehe aber jetzt. Nein, da wollte ich nicht hin. Warte mal. Was gibt's denn für Einstellungen? Einstellung, Tastatur, Gamepad, Video, UI, User Interface, Video, Master Volumen. Ne. Ich dachte, ich kann das jetzt schon. Warte mal. Ne? Ne? Ne, okay. Dachte, wäre was. Aber egal. Ne. Die Ichthyornen sind wieder da. Die fischen wieder den Fisch weg. Wir versuchen. Holz. Warte mal. Schon wieder falsch. Mann. Wieso vergesse ich gerade die Tasten sehr oft? Ja, ich habe noch so eine Waffe. Muss auf dem Boden platziert werden. Ja, das war hier auf dem Boden. Das war die Erde. Was ich mir gerade wage, gibt es die Höhle da vorne eigentlich noch? Oder gibt es hier generell Höhlen? Ich glaube, ja. Naja, egal. Jedenfalls, eigentlich bräuchten wir ein neues Holz und das alles für eine neue Box. Hey, puff. Ja, das fällt auch mal um. Und ich werde schon wieder hungrig, Mann. Hier wird man viel zu schnell hungrig. Gut, dass ich hier noch ein paar Bären habe, mit denen ich irgendwas machen kann. Zumindest ein bisschen. Aber das Problem ist, mit der Kälte
kommt auch die Verantwortung. Oh nein, jetzt ist der hier. Jetzt ist der Vogel hier. Ich werde nicht dafür sorgen, dass du irgendwo irgendwie. Ist er gelandet? Egal, ob und wie er gelandet ist. Es interessiert mich jetzt nicht. Ich gehe in mein Haus. Ich hoffe, der Regen hört bald auf. Ansonsten würde ich sagen, versuchen wir doch einfach mal ein paar Gegenstände in den Mörser reinzutragen. Zum Beispiel das Gammelfleisch, das hat sich wieder angesammelt und das kann ich zu Narkotex machen und die haben überhaupt keine Ablaufzeit. Damit kann man was erreichen, jö. Abgesehen davon. Einfach mal aufgegessen. Brav aufgegessen, Hunger aufgefüllt und das alles. Und das ist wieder aus. Und das Feuer ist aus. Sie haben mir mein Geld genommen, alles nur wegen der Telekom. Eins nach runter? Ja, jetzt ist es natürlich da hinten hin. Das Einzige, was ich machen kann, ist. Sorry. Und schnell weg hier! Du müsstest eigentlich nicht rennen können, oder? Oh mein Gott, der kann rennen. Ich bin gerade davon ausgegangen, der kann nicht rennen. Das ist ein Fehler gewesen. Wo ist denn der jetzt hin? Kommt hinterher, ja. Oh mein Gott. Ich muss irgendwie auf die Felsen. Ja. Wo ist der Triceratops? Da ist er. Versucht hierher zu kommen. Nicht das, was ich dachte. Aber ist jetzt am Fliehen. Also die AKI ist doch ein bisschen anders als in den Vorgänger-Game. Er kommt hierher, oder? Ja, er hat mich abgesehen. Wie sollte man es sonst auch anders machen? Ich habe immerhin die Familie davon gefährdet. Kann natürlich sein, dass ich hier sterben werde. Ja, Triceratops ist am Kommen, genau. Triceratops am Kommen. Das kann mir das Leben kosten, aber ich kann es versuchen. Was sind das Items? Okay, wo ist sie jetzt hin? Sie ist weg. Hat sie sich jetzt beruhigt? Oder ist sie irgendwo stecken geblieben? Na super. Dodo ist auf. Warum tötet er mein Dodo? Natürlich treiben sich ja auch Lystrosaurier rum. Von den außergewöhnlichsten Farben. Aber auch andere Tiere.
Komme dann ins Tageslicht. Okay, das ist total sinnfrei gewesen. Nachttiere kommen ins Tageslicht. Dann kommen die halt raus. So. Ah, ich werde jetzt auch noch Holz sammeln. Und das zusammensammeln. Natürlich mache ich erstmal meine Axt kaputt. War, wie soll es auch anders sein? Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wie weit ist denn das noch? Warte mal, kann ich was herstellen? Ich kann eine neue Box herstellen. Hui! Yay! Bin trotzdem überladen. Ich hab's geschafft. Ich lebe noch. Und Lystrosaurier auch. Nur mein Dodo ist tot. Ja, mein Dodo ist tot. Mein Dodo ist tot. Are you verarsching me? Greif mich einfach so ein scheiß Vogel an. Ich hab schon riechen sehen. Egal. Ich mache hier eine Box und entledige mich von allen schweren Sachen. Jetzt habe ich zwei war davon. Und das ist auch gut so. So, jetzt kann ich mich nämlich mit der Waffe beschäftigen. Ich lade sie hier wieder rein. Nein! Der Terrorvogel ist wieder da. Als ob. Oh, der nimmt mein Vogel ein. Der nimmt Wasser nicht. Dings. Weg, du blöder Terrorvogel. Sei froh, dass... Ah, der wird gerade vor der Qualle gepritzelt. Logok. Also, ein Lystrosaurus ist gestorben. Das finde ich schade. Das Gute ist aber, ich glaube, der Terrorvogel wurde von der Qualle gebrützelt. Wie oft muss ich diesen nervtötenden Vogel denn noch umbringen? Jetzt hat der Terrorvogel das Revier übernommen. Und da ist die Qualle. Die Qualle ist so nah am Ufer wie noch nie. Und die sind schnell, die Viecher. Ich echt mal sagen. Das ist doch bei meinem Items, oder? Kann ich den hauen? Danke. Da ist er. Wenn ich jetzt hier hingehe. Dex, du kannst mich erwischen.
Da ist er. Der läuft da. Als wäre er nicht gerade sehr intelligent. Und der legt sich sie auch noch mit den Triceratops an. Das war keine gute Idee. Der ist in meinem Haus! Nein! Natürlich war der in meinem Haus! Das macht natürlich einen riesen Unterschied. Den kann ich aber nie haben. Den hole ich mir wohl nicht. Lang nicht gesehen, Großer! Okay. Oh, ein Raptor. Krass. Nein! Es ist Hector! Ausgerechnet Hector. Ja, manchmal hasse ich das einfach. Ich bin schon wieder da. Der Rex ist hier. Ich glaube, der legt sich gerade mit diversen anderen. Ich wusste, den so einen Raptor locken. Also, der hat ihn getötet. Na, komm her! Komm her, du riesengroße Killerhexe! Renn doch, renn! Immer in deiner Nähe. Immer wenn ich dich brauche. Um den Weg frei zu räumen. Versteht sich. Komm her. Na? Willst du nicht herkommen? Junge. Also ein T-Rex ist wirklich so ein ADHS-Vieh. Boy. 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 Komm her. Was ich mit dir danach mache, ist mein zweites Problem, aber eben nicht. Hallo. Hallo, Hector. Okay. Oh, hä, wo bin ich? Boah, die ist ja komplett weiß. Aber ich weiß, wo ich bin, glaube ich. Ich bin nämlich jetzt genau dort. Ah ne, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause und bereit, den Terrorvogel das Genick zu brechen. Jetzt mit dem Vogel an dem Licht. Hat er den Vogel getötet? Oder kommt das noch? Ich finde es schön, dass ihr bei mir eine Heimat und so gefunden habt, aber muss das sein? So. Aber ich habe hier irgendwo meine Items liegen. Eines meiner letzten Tode befindet sich genau hier an diesem Ort. Ja, ich weiß, ich bin hier aus dem Haus rausgetreten, habe versucht, ihn mit dem Pfeil zu töten, bin hier rückwärts gelaufen und war dann irgendwo hier hinten. Wie ist es ja nach Gamma orientiert? Von dem Felsen ein bisschen nach links. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Und dann warst du ja jenseits des Felsens, da müsste eins gewesen sein. Ne, warte mal, der war in dem Felsen immer, glaube ich. Den habe ich aus Versehen getötet. Aber die respawnen ja sicher auch irgendwie. Also auf jeden Fall nicht. Toll. Aber das Gras ist ja so hoch. Da ist einer. Also, Level ist mir eigentlich egal. Das soll einfach nur stehen bleiben. Von mir niederknüppelt werden. Du da.
Du gehörst mir! Hallo, ich will zuhauen. Okay, er ist ohnmächtig. Weg mit der Bola, die will ich wieder haben. Danke. So, jetzt öffnen wir das Inventar und schmeißen die Bären hier rein. Am besten auch gleich die mit dazu und die mit dazu, die mit dazu und die mit dazu. Damit so eine Sicherheit geboten wird. Aber es scheint schon vonstatten zu gehen. Das ist ein ziemlich gutes Zeichen. Das Gras flackert natürlich durch die Schattierung ein bisschen. Aber jetzt können wir uns natürlich auch den Parasaurus mal im Detail ansehen. Solange wir den zähmen. Aber er ist fast fertig. Den werde ich töten. Es tut mir ja wirklich leid für dich. Ach, du bist jetzt ein Kampfkandidat. Lass sie kämpfen. Der Bär gegriffen. Da ist ein Baby mit dabei. Okay, den kann ich jetzt noch mit der Axt kaputt hauen. Hey, Kleiner. Ganz ruhig. Was ich ja mache, ist der Ruf der Natur. Wir müssen Tiere töten, um zu überleben. Das musst du lernen. Das müssen wir alle. Sonst gibt es kein Leben mehr unter Wasser auf meinem Körper. Was willst du jetzt von mir? Du kannst die Bären von Perry haben. Der braucht die jetzt gerade sowieso nicht. Also, ja, take him. Take them. Und die Bären kannst du auch geben und die auch. Stimmt. Ihr könnt jetzt erstmal hier bleiben. Wenn euch ein Dilophosaurus angreift, Perry, schlag es tot. Du hast die Erlaubnis dafür. So, und ansonsten, du wächst mal schön groß und wirst so richtig berühmt. Du bist jetzt jugendlich. Wupp. So. Holz. Haut. Macht jetzt zusammen 51. Warte mal, was brauche ich? Warte mal. Parasaurus Sattel Leder 51 von 80 Haut. Kriegen wir sicher hin, oder? Komm, Perry. Nachdem ich mein Fleisch gegessen habe, was hier ist. Reißen wir mal nochmal zusammen los und erledigen uns ein paar Tiere. Hast Bock drauf? Gut, Perry, gut. Das sind die Raptoren.
Bin mir nicht sicher, ob wir die Ahne ab. Ob wir die kaputt hauen können. Natürlich wurde. Oh nein, ich glaube, ich habe Harry verloren. Außerdem tötet sie auf einmal. Aber ich kann es mir natürlich vorstellen, dass ich ihn verloren habe. Wo bin ich? Bin ich jetzt wirklich so weit weg? Ich weiß nicht, ich bin auf der anderen Seite der Insel. Kann ich mir einen Klich von Piranha fressen lassen? Natürlich auch ein Raptor. Wen greift er an? Sieht aus wie Fio mir. Ja, der glüht doch schon so richtig wie so ein Alpha. Ich muss hier weg. Das ist einmal hier auf dem Felsen. Jetzt gucken, dass er nicht angreift. Große Fische, okay, sehr schön, sehr schön. Umgucken, dass er nicht irgendwo da ist. Und Jump! Wenn ich jetzt kaputte. Ich werde kaputte bissen. Schaffe ich doch nie. Bin ich da, oder? Boah, die erschrecken mich jedes Mal, die ich die Hornis. Aber das Gute ist, ich bin irgendwie hier drumherum gekommen, ohne dem Alpha zu begegnen. Das ist eine coole Sache. Das Besondere ist hier, die haben mal die Alpha-Dinos mal komplett geändert. Scheiße! Wie? Was ein Kanus! Hat er mich gefunden? Jetzt reicht's, jetzt gehe ich hier hin. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert hier. Ah, ich bin hier, okay. Ah, Perry war hier in der Nähe, das weiß ich. Wenn ich Perry verlieren sollte, hätte ich hier noch eine Chance, den zu holen. So, boah. Kümmere dich nicht um den Affen, hinter den Affen. Kommen wir mal ins Wasser. Das ist genauso wie auf der Flucht vor Bienen. Geh ins Wasser und die verfolgen dich nicht weiter. Perry. Perry. Na super. Hab nach unten. Wenn ich da unten hingehe, dann können die mich nicht verfolgen. Das heißt, es sind zwei Raptoren-Packs hier. Oh ne. Ich kann nicht mehr. Ne, das ist mein letzter Tod. Da, die kommen wieder. Nein. Ich werde mich jetzt nicht um euch kümmern. Moment, wenn ich jetzt L drücke, was steht? Ja, ist tot. Ich wurde getötet von dem Piranha. Baby ist tot. Aber Perry lebt doch. Laut dem. Das hier hin.
komme da nicht hin. Warum sind das 57 Meter? Oh, ist das jetzt euer Ernst? Ich bin schon 24 Mal gestorben. Ich werde schon wieder ganz weit weg weggesetzt. Ich gehe jetzt da in den Wald. So ein bisschen am Rand nachsehen. Das kann ich jetzt nicht machen. Ich muss irgendwie einen Weg nach Hause finden. Hallo, du? Wie geht's dir denn? Okay, Rotkopf. Du kommst mit. Ist offenbar auch nicht. Ich kann mich gut verstecken hier. Okay, Rotkopf, wir brauchen einen Plan. Ja, jetzt müssen wir wegrennen. Scheiße, der ist schneller als ich. Tschüss, Rotkopf. Moment, du bist ein anderer. Ins Wasser. Die Raptoren werden jetzt sicher den Rex angreifen. Das ist meine Leiche, oder? Nein! Das seht nicht! Mann, noch weiter weg! Wo reise ich hier um? Ich bekomme das hier einfach nicht hin. Okay, was haben wir hier zu sehen? Nix. Vielleicht ist es auch mit rechtens nix. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Aber vielleicht muss ich aus der anderen Seite ja erstmal wieder ankommen. Und nein! 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 Och. Wie habe ich das geschafft? Nein! Kein Kommentar. Ich bin schon wieder so weit weg. Das ist das erwachsene Tier. Verstehe. Du bist das Baby davon. Bist du süß. Das sieht alles so fremd aus. Weiß nicht, wo ich bin. Oder wo ich war. Ich. Entschuldigung, hat jemand gerade gesagt. Ich komme nie mehr nach Hause. Das ist Iguanodon. Der ist ja fast tot. Die Dilophosaurus haben den fast umgebracht. Das ist irgendwo meine Stelle hier. Da
Kann ich mich nicht wehren? Kann ich Bordilos töten in deren Haut? Ein bisschen da bleibt. Oh, Baby. Ich glaube, da kommt er. Ja, da kommt er. Jetzt hau ich dir einen runter. So, wo ist das Baby? Hallo. Hallo, hallo. Komm mit, Baba. Okay, dann mache ich das hier down. Scheiße! Das war nicht meine Absicht! Boy! Das war nicht meine Absicht! Der Olle nimmt's mir übel. Und natürlich die gesamte Sippschaft hinterher. Also die Tiere sehen ja schon geil aus, muss ich mal sagen. Also klar, die Models und so sind dieselben, aber die Farbgebungen sind tatsächlich ziemlich anders. Tatsächlich besteht mein Job besteht nur daraus, diese Tiere hier zu zähmen. Ich brauche einen Schlafsack, ohne Witz. Dann werden wir hoffentlich auch gleich nach Hause ankommen. Lone! Lone, du lebst! Ich dachte schon, die hätte ich hier verloren. Ich habe Lone wieder gefunden. Der gute Lone. Da ist er. Lone. I'm lonely. La 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 lonely. I'm so lonely. La 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 lu. So. Citra ist da. Und Lone ist irgendwo hier, da hinten. Da kommt auch gleich. Und ich glaube, ich orte Perry. Nein, mache ich nicht. Ich orte Citra. Aber Lone? Lone ist auch angekommen. Lone kommt hier an. Lone ist super angekommen. Dafür, dass der so lange hier so lange hier rumgestanden hat. Scheiße, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich wollte dich aneinander stellen und nicht miteinander. Die beiden haben sich sehr lieb. Und wenn zwei Dodos sich ganz dolle lieb haben, dann entsteht etwas Außergewöhnliches. Ich will das Ei, nicht das Haufen. Dankeschön. So, und den nehme ich jetzt auf. Danke. Und oh. Pflanzenfresser. Obtaining Info. Nein. Nein. Adult Creatures. Mist. Ich dachte, ich kann die ja tracken. Damit ich die wiederfinde. Aber das sieht ja.
Was versucht er da zu fressen? Dodo. Nein! Ich habe eine Leiche gefunden. Nein. Ah, Mann! Der Front. Das sieht schon geil aus, muss man sagen. Wenn wir fest bleiben. Kann ich niederboxen. Ich hab den so total verprügelt. Habt ihr das gesehen? So krasser Typ bin ich, ey. Natürlich, ein Territinosaurus. Was will man sonst haben? Was gibt's noch für extremere Sachen von Tieren, die man hier haben will? Hey. Außer Territinosaurus. Wenn Dodo mir Glück bringen kann, dann kann Dodo mir Glück bringen. Auch wenn ich glaube, dass vor allem auch Rotkopf tot ist. Ich glaube, der T-Rex hat die ganze Zeit auch versucht, Rotkopf zu fressen. Der muss da irgendwo zwischen den Felsen sein. Dodo Kuss, du kommst jetzt mit. Ja, dann komme ich sicher wieder an die Raptoren ran. Ich mag die nicht. Ich mag die einfach nicht. Ich mag die 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 nicht. Ich laufe so ein bisschen normal. Okay, wir wissen. Und tschüss, das war Dodo Kuss. Nein. Hä? Wo bin ich? Oh, ich bin zu weit gelaufen, scheinbar. Na! Egal, ob er zu weit läuft oder zu nicht so weit. Hä? Also, ich bin hier. Das fehlt ja noch. Das fehlt ja noch. Du die Kurus.
Duetikus, Duetikus. Oh nein, ich bin hier. Oh nein. Ich bin schon irgendwie erpicht drauf, mit Dodo zu töten. Vielleicht finde ich meine Items irgendwo im Wasser. Gleich. Das will ich zumindest so versuchen zu machen. Meine Items finden und damit dann hoffentlich den T-Rex überlisten und in Frieden leben. So ein wie Perry kann ich immer wiederholen. Man braucht nur die Items dafür und ich bin manchmal zu faul, das mir herzustellen. So. Oh, der steckt fest. Ich gehe jetzt erstmal ins Wasser. Jesse Lokowski. Ich glaube, der hat mich schon entdeckt. Ja, wie soll es anders sein? Ja, da kommt auf mich zu. Du bist ein ADHS-Rex. Du kannst überall jagen gehen, wo du willst. Außer bei mir zu Hause. Scheiße, natürlich sind ja Haie draußen. Entweder ich renn gleich ganz komplett weg, während er mich anbrüllt. Ich tue andere Sachen. Also Perry ist nicht mehr da. Ich sehe ihn nicht mehr. Scheiße. Der ist wirklich an Land gegangen. Ich vergesse Perry jetzt erstmal. Ja, da hat sich schon jemand anders gekriegt. Ich hab den mal wieder hierher gelockt. Das ist scheiße. Ich geh lieber rein. Oh. Mann. Er ist wieder da. Der läuft da jetzt aber nachher. Wenn der jetzt nachher. Der findet da doch sowieso ganz viele Dinos vor. Eigentlich ist das sogar ziemlich gut. Oder der Pronto tötet den mal. Das gucke ich mir jetzt noch an. Sichere Entfernung. Okay. So wie der Pronto agiert, sieht das eher total schlecht aus als gut. Kann ich auf den Felsen gehen und den da ansehen? Ich meine, da müsste der theoretisch dann noch auf den Artgenossen und so treffen. Geh mal auf den Felsen, da kann er eigentlich nicht hoch, oder? Scheiße, der ist ja sogar hier. Oh ne, da kommt ja sogar. Das ist nicht gut. Aber das Gute ist, der Pronto rennt weg. Wenn der Pronto wegrennt, geht der T-Rex da wahrscheinlich auch hin. Nee, natürlich nicht. Der geht natürlich zu meinen. Natürlich geht er wieder zurück zu meiner Hütte.
Was soll er sonst tun? Rache auf mich ausüben? Er sieht fast so aus. Tut mir leid, ihr Triceratops, ich muss euch opfern. Der T-Rex ist ein ADHS-Vieh. Der kann seine Aufmerksamkeit nicht auf irgendwelche anderen Viecher reinbehalten. Deswegen kehrt er immer wieder bei mir zur Basis zurück und zerstört irgendwelche Lebewesen. Da kommt er. Ich mache das, glaube ich, hier gerade genau richtig. Ich kann ihn von hier vertreiben, wenn ich die einfach auf sich aufhetzen lasse. Nachdem wir den T-Rex versucht haben, wieder von hier wegzulocken, dass da hoffentlich den gesamten Ökosystem eine totale Katastrophe wird und da zurückkehrt, wo er eigentlich herkam, hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt und oder auch nicht, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich wie ein Noob bin, dann bin ich halt wie ein Noob. Wenn ich gut im Verlieren meiner Tiere bin, dann bin ich das auch. Da tue ich kein Blatt vom Mund. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend oder wann auch immer ihr das Video seht. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.